So, ich würde vorschlagen, dass wir weitermachen. Mit Blick auf die Uhr. Alle sind in ihren Kuchen vertieft, sehe ich. Es ist schwer, mit Artikel 146 Grundgesetz gegen Kuchen anzukommen. So, nachdem wir gerade diese großartige Definition gehört haben, was ist eine Sprache? Eine Sprache ist ein Dialekt mit Heer und Marine. Absolut großartig. Hören wir jetzt den Vortrag eines Mannes, der keine eigene Sprache hat, aber in dessen Land mehrere Sprachen sich ein Heer und eine Marine. Oh Gott, Sie haben gar keine Marine. Also, ob es eine Sprache ist, weiß ich nicht, aber wir werden ihn verstehen. Herr Kollege, bitte sehr. Ein bisschen verlegen bin ich schon, meine Damen und Herren. Nicht wegen der Sprache und des Dialekts übrigens, das muss ich immer noch, by the way, erwähnen, was ich jetzt spreche, ist nicht Schweizerdeutsch. Das ist der Versuch eines Schweizers, Hochdeutsch zu sprechen. Nein, die Verlegenheit aus einem ganz anderen Grund. Ich war echt berührt, vor allem von diesem zweiten Themenblock heute, von Menschen, die alles andere als bloß theoretisiert haben mit dieser Thematik Macht, Freiheit, Staat, sondern die das sehr handfest gespürt haben, Sie und Ihre Familien. Und etwas verlegen, wenn ich jetzt da aus einem fernen Land, wo das, sagen wir mal, in dieser Intensität wir zum Glück noch nicht erfahren mussten, jetzt da Ihnen Dinge vortrage, dann soll es jedenfalls sicher nicht bedeuten, dass ich jetzt Ihnen erzähle, wie man das besser machen müsste. Im Gegenteil. Wenn in der Schweiz solche Dinge noch nicht in dieser handfesten Form stattgefunden haben, dann möglicherweise deshalb, weil die Schweiz halt einfach so klein ist und weil das grundsätzliche Problem des Staats in einer sehr kleinen Gesellschaft vielleicht auch etwas kleiner ist oder sagen wir etwas weniger groß ist. Wahrscheinlich zutreffender. Das Problem
des viel zu mächtigen Staates, der sein Monopol selbstverständlich missbraucht, haben wir in der Schweiz natürlich auch. Und wir haben im ganz kleinen Maßstab der Schweiz auch eine sehr starke Tendenz zu mehr Zentralismus. Also die Kantone, was ja unsere kleinen Unterstaaten sind, die geben ständig Kompetenzen und Macht ab an die Zentrale, an die sogenannte Schweizerische Eidgenossenschaft. Also das als Vorbemerkung. Als Jurist schaue ich diese Fragestellungen, die Sie vielleicht eher politisch oder wirtschaftlich oder natürlich auch emotional angehen. Als Jurist schaue ich das eben juristisch, rechtlich an. Und solche Grundsatzfragen werden in meiner Zunft gar nicht sehr häufig behandelt. Also ich bin in meiner Zunft immer so ein bisschen der Paradiesvogel. Normalerweise, wenn die Juristen auf den Plan kommen, dann wird den Anarchisten jede Illusion genommen. Das mag ja gut sein, wirtschaftlich und politisch, aber rechtlich braucht es halt einfach den Staat. Wer gibt denn die Gesetze, wenn nicht der Staat? Das ist so Common Sense der Juristerei und ich bin da sehr gegenteiliger Meinung. Im Gegenteil, das wahrscheinlich allergefährlichste Monopol ist das Gewalt- und Rechts- und Justizmonopol. Und genau das zeigen ja diese Eindrücke, die wir gehört haben. Und das Thema, das wir jetzt an dieser Tagung da mit diesem Rückblick zum Teil auf diese 30 Jahre, natürlich auch noch weiter zurück, gemeinsam haben. Was ich als Jurist und hier jetzt interessiert als verfassungsrechtliche Frage Ihnen präsentieren will, ein Thema, das vielen von Ihnen auch nicht unbekannt ist, ist klar, aber in diesem Kontext vielleicht noch eine interessante, ein interessantes Thema ist, nämlich die bemerkenswerte Wandlung von Artikel 146 des Grundgesetzes. Da ist wahrscheinlich so etwas wie eine Verabschiedung von Verfassung, des Verfassungsprinzips drin. Das war damals nach dem Zweiten Weltkrieg geteiltes Deutschland. Da gab es dann dieses Grundgesetz, es wurde verordnet, quasi von oben, politische Situation mit den Besatzungsmächten, das war nicht das Volk, das das selbst sich gegeben hat. Das war dieses Grundgesetz. Und der allerletzte Artikel in den letzten Schlussbestimmungen, der letzte Artikel 146 lautete, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also das ist ein Provisorium, das wir jetzt mal platzieren, aber das ist dann noch nicht das, was wir von einer freien Gesellschaft erwarten. Jetzt, nachdem die Katastrophe vorbei ist, kann das noch nichts Definitives sein. Irgendmal wird eine frei beschlossene Verfassung in diesem Land gelten. An welchem Tag? Ja, das wusste man dort noch nicht. Und das ist jetzt 70 Jahre her. Ich weiß nicht, haben Sie in der Zwischenzeit als freies Volk eine neue Verfassung beschlossen? Eine freie Verfassung beschlossen, wenn man heute jetzt im Jahr 2000 nachblättert im Grundgesetz, inzwischen ist Deutschland vereinigt, sieht man Folgendes. Da wurde in diesem Artikel 146 salopp gesagt irgendwie herumgeflickt. Und diese Passage da, die steht jetzt neu drin. Und die ist ja irgendwie bemerkenswert, dieses Grundgesetz, Komma. Und jetzt kommt ein Halbsatz, ein Nebensatz. Das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschland für das gesamte deutsche Volk gilt. Und dann geht es wieder so weiter, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also ist jetzt das provisorisch noch, wie man denken könnte am Schluss, oder ist das jetzt das Definitive? Ich meine immerhin, es sei da etwas vollendet worden. Gut, die Einheit, ja, die hat stattgefunden in dem Sinn, den wir kennen. Das schon, Freiheit auch, hat auch da
Ist auch die Freiheit vollendet? Also irgendwie, ja, da stellen sich Fragen. In der Zwischenzeit hat eben die Vereinigung stattgefunden, aber mehr als das ja nicht. Also mit der Freiheit, das wäre näher anzuschauen. Einheit und Freiheit, das kam jetzt ja schon mehrfach vor. Also aus den 70 Jahren sind jetzt da mal 40 Jahre geworden bis zur Einheit und ja, jetzt wieder 30 Jahre bis zur heutigen Situation. Und was ist mit der Freiheit passiert? Das sind so Fragen, nicht? Und Sie erinnern sich ja nicht daran, dass Sie selbst eine Verfassung irgendmal beschlossen haben, darüber abgestimmt haben. Jetzt, dass dieser Schlusssatz oder dieser Schlussartikel steht ganz am Ende der Verfassung. Und um den Kontext schön zu zeigen, kam es ganz an den Anfang des Grundgesetzes. Das war jetzt ein Versprecher des Grundgesetzes gehen. Man hat es eben Grundgesetz genannt, weil es noch nicht den hehren Charakter von Verfassung hatte. Deshalb nüchtern Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz da von 1949 hatte ganz am Anfang folgende Passage. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, das sind so die üblichen, sehr feierlichen Sätze, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren. Ich habe das jetzt hervorgehoben, weil das wird sich dann noch ändern, wenn man es mit dem heutigen vergleicht. Und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern, und jetzt werden die Länder aufgelistet, noch in einer Terminologie oder teilweise anders genannt als heute, und vor allem fehlen die mittlerweile neuen Bundesländer, hat das deutsche Volk in diesen Ländern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit, da kommt dieses Provisorium, eine neue Ordnung zu geben, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Jetzt sieht man den Kontext etwas klarer, der erklärt, weshalb dann diese Schlussbestimmung kommt, dass man quasi noch auf die definitive Verfassung wartet. Ein zweiter Absatz in dieser Präambel, den finden Sie heute nicht mehr, ist das Volk, es hat auch für jene gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Da dachte man natürlich an den Osten Deutschlands. Man dachte nicht an all die vielen Menschen im Westen Deutschlands, die auch dazu nichts gesagt haben. Ein dritter Absatz, das gesamte deutsche Volk, und jetzt kommt es noch expliziter, das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Aha, das war das Programm, und wenn man jetzt heute nachliest, scheint dieses Programm mindestens gemäß Artikel 146 erfüllt zu sein. Also die Idee nochmals, das war zunächst mal ein provisorisches Grundgesetz eben und noch nicht Verfassung, das quasi verordnet wird von oben, top down, und auf dem Zeitstrahl später soll dann bottom up, graswurzelähnlich, die selbstgegebene Verfassung kommen. Das ist dann die Verfassung in dem Sinn, dass das Volk von unten, die ganze Gesellschaft, sich selbst eine Gesamtordnung gibt, eben nicht eine von oben verordnete, also Verfassung in diesem aufklärerischen, freiheitlichen Sinn verstanden. Es gibt natürlich jede Menge Verfassungen von oben, Schriftstücke, die sich Verfassung nennen, aber nicht in dem Sinn Verfassungen sind. Hier in Deutschland hat man bewusst das auch terminologisch so vorgesehen, indem man zunächst von Grundgesetz sprach, um es dann später in eine Verfassung zu bringen. Also das war die Idee. Jetzt, also die Idee war, wenn wir jetzt wieder die Präambel nehmen, das war die Präambel, die wir eben gesehen haben, und dann wird es eine neue geben, die war noch von oben quasi implementiert. Die wird dann eine von unten aus dem Volk selbst gekommene sein. Also das links Grundgesetz, das rechts Verfassung. Die Farben übrigens, das habe ich mich noch gefragt.
Das Rot, das passt ja noch irgendwie, nicht? Politisch. Dass das Grün ist, das war mehr, um zu sagen, Rot stoppt und Grün gibt freie Fahrt. Ist also nicht gedacht, dass das irgendwie mit den grünen Politikern zu tun hätte. Aber das Rot und Grün irgendwie ist so das, einerseits das Behindernde und andererseits das Freigebende. Und jetzt, wenn man das genauer vergleicht, das war die alte Präambel, 1949. Einzelne Punkte, die habe ich bereits erwähnt, die wurden dann für die neue Situation gestrichen. Und jetzt, was sehen wir nebenan? Wenn man jetzt das miteinander vergleicht, also das beginnt zunächst mal gleich und gleich feierlich, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Mitglied, dann kommt gleich Europa oder die Welt, nicht mehr drin ist die nationale und staatliche Einheit. Jetzt ist nicht mehr drin, das war dann 1990, weil ja eben die Einheit, die in der Zwischenzeit stattgefunden hat, also dieses programmatische Element kann man streichen, weshalb man das Nationale auch gestrichen hat. Vielleicht war das bereits ein Vorbote einer Haltung, die sich der Nationalität schämt. Dabei ist das Problem ja nicht die Nation, sondern dass es ein Nationalstaat ist, wie wir sehr anschaulich von Stefan Blankertz vorhin gehört haben. Also jedenfalls, das fällt dort weg. Als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. Früher hat es geheißen, hat das deutsche Volk beschlossen, und jetzt sagt es, hat sich das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Ich muss da noch so einfügen, mit diesen Pfeilen, was wohin verschoben ist. Die Redaktionskommission hat da wahrscheinlich lange getagt und Absätze verschoben. Zum Teil hat das rein, sagen wir mal, sprachlichen Zusammenhang, aber einige Dinge sind auch inhaltlich interessant. Also jedenfalls, dass man aus der Formulierung hat das deutsche Volk beschlossen, jetzt noch etwas feierlicher die Terminologie wählt, hat sich das deutsche Volk ein Grundgesetz gegeben. Da kommt das die Verlegenheit. Einerseits will man sagen, so, jetzt haben wir es soweit, jetzt haben wir nicht mehr das Top-Down, das Rote, sondern jetzt haben wir das Freiheitliche, Bottom-Up, wir haben uns die Verfassung gegeben, aber weil man sie nicht wirklich geändert hat und weil man sie ja, nicht wirklich mal diskutiert hat, nennt sie sich auch immer noch Grundgesetz. Aber Grundgesetz jetzt plötzlich nicht mehr im Sinn dieses Provisoriums, sondern indem man es umtitelt und sagt, das sei jetzt das Definitive. Es hatte auch noch einen unmittelbaren Zusammenhang im ganzen Wiedervereinigungsprozess. Wir haben das in einem der Vorträge auch gehört, dass es schnell gehen musste. Das war ja eine Debatte, wie jetzt? Soll es in dieser Art sein, dass einfach die neuen Bundesländer in einem anderen Artikel des Grundgesetzes auch diesem Grundgesetz unterstellt wurden? Oder soll man beispielsweise, das war auch mal eine Idee, einen Staatsvertrag zwischen zwei Staaten machen, einen Bundesstaat sozusagen, also wie die Schweizerische Eidgenossenschaft, die aus verschiedenen Kantonen einen Bundesstaat gemacht hat, warum nicht aus zwei Deutschland einen Bundesstaat Deutschland machen? Natürlich wurde auch das Umgekehrte diskutiert, die DDR-Verfassung übers Ganze zu stülpen. Alles in allem lag dann in der Luft, da muss man jetzt nach dem völkerrechtlichen Prinzip der Selbstbestimmung der Völker, muss man jetzt das deutsche Volk abstimmen lassen, möglicherweise in zwei Abstimmungen und so weiter. Und weil dann eben sehr viele politische Wenn und Abers auftauchten, wir haben es gehört, hat dann die Regierung Kohl Gas gegeben. Und deshalb ist das quasi Ergebnis daraus. Und doch wollte man zeigen, jetzt ist das vollendet, das Werk ist getan. Andererseits
durfte man es nicht so sagen, weil es halt einfach nicht stimmte, vor allem weil der freiheitliche Teil gar nie stattgefunden hat. Der Einheitsteil sehr wohl, nicht aber der Freiheitsteil. Ja. Jetzt, mit anderen Worten, das ist anders abgelaufen auf dem Zeitstrahl. Da war das Versprechen einer dann einst selbstgegebenen Verfassung effektiv, wurde halt einfach ein neues Grundgesetz verordnet, von oben top-down mit kleinen Änderungen. Also statt dieses Bottom-up-Approaches gab es einen Top-down-Approach, einmal mehr, mit kosmetischen Veränderungen. Und auf dem Zeitstrahl kann man sagen, welche Entwicklung läutet das ein? Das sind dann all diese Eindrücke, die wir jetzt auch vernommen haben. Statt das, was man versprochen hat, nämlich von unten her Freiheit, war noch mehr und noch breiter angelegt von oben die Macht. Das ist dieses ständige Wechselspiel aus Freiheitsdrang und Machtbestreben. Statt Wettbewerb, Monopol, Wettbewerb jetzt primär der politischen Systeme, wirtschaftlich natürlich auch, aber vor allem der politischen Systeme, statt Vielfalt, Einheit. Und jetzt haben wir die Einheit, wo sie anzusiedeln ist. Die ist nicht anzusiedeln dort bei der Vollendung dieser schönen, neuen, freiheitlichen, vom Volk sich selbst gegebenen Verfassung, sondern die gehört oben zum Top-Down-Bereich. Und die Freiheit, die ja auch im Programm stand, da muss man sagen, die ist verloren gegangen. Die hat man rein sprachlich da auch als vollendet bezeichnet. In Tat und Wahrheit war sie es nicht. Nicht nur, weil es keine Volksabstimmung gab darüber, das natürlich auch und sehr prominent, sondern auch wegen dieser Entwicklungen, wie wir sie besprochen haben. Mir wurde bewusst bei auch einigen dieser Beispiele, was auch noch eine sehr starke Wirkung dieser Wiedervereinigung war. Nämlich vorher gab es nebst vielem anderen auch den Aspekt des Wettbewerbs zweier verschiedener Systeme. Und in diesem Wettbewerb gefiel sich die BRD, zu Recht kann man sagen, oder eine gewisse Zeit zu Recht, in der Rolle eben des liberalen Regimes. Das war ja auch die Semantik, das ist das Freiheitliche im Westen, im Gegensatz zum Totalitären im Osten. Und wenn jetzt das alles unter ein Regime kommt, wenn es nicht mehr zwei sind, die versuchen, ihre Ideologien oder ihre Kundschaft für sich zu bewerben, dann fällt das Bedürfnis, freiheitlich zu sein, im Gegensatz zum Unfreiheitlichen da drüben, natürlich weg. Und dass dann, wenn es sogar noch in eine größere Einheit kommt und eben in eine größere monopolisierte Einheit, dass dann eben das Einheitliche, das Unfreiheitliche, das Top-Town-mäßige obsiegen wird und nicht das vielleicht zunächst schwächere Bottom-up, ist wahrscheinlich dann eine natürliche Folge. Wenn man den Wettbewerb ausschaltet, wenn man Monopol sogar noch offiziell grundgesetzmäßig fördert, dann kommt das heraus. Das ist aber typisch für Verfassungen. Das ist gar nicht weiter erstaunlich. Man könnte jetzt da Verfassungsgeschichte machen. Wie bin ich eigentlich zeitlich dran? Ja, schon nach 10 Minuten. Schon nach 10 Minuten, wunderbar. Dann können wir noch etwas Verfassungsgeschichte da einfügen, nämlich dieses Phänomen, dass man kann historisch sagen, seit man in dem Sinn von Verfassungen spricht, in der Art, wie jetzt das Thema, das ich behandle, gibt es immer wieder diese Versprechen oder auch diese Ideen, auch irgendwie Utopien manchmal, einer Gesellschaftsordnung, die insgesamt ein Gefüge bringt, aber dass eben vor allem auch die Freiheit und die Eigenständigkeit der Untertanen im Auge hat und nicht nur irgendwie einfach die Hausordnung der Machtinhaber ist.
also quasi die grünen Verfassungs-, eigentlich verfassungsmäßigen Ideen einerseits, und dann kommt der Top-Down-Hammer, der das dann jeweils wieder stoppt. Also beispielsweise in Deutschland natürlich schaut man zurück zur Paulskirchenverfassung, die man wahrscheinlich grün markieren könnte in dem Zusammenhang. Hingegen die Bismarcksche Verfassung, die auch jetzt schon verschiedentlich erwähnt wurde, wahrscheinlich dann eben als eine rote, typisch in dieser Zeit nationalstaatliche Vereinheitlichung, formal schon, nicht einfach nur ein Bezirk, aber faktisch doch eine sehr starke und neu in diesem Nationalstaat erstarkte Zentralmacht. Dann natürlich die Weimarer Verfassung wäre wahrscheinlich auch grün anzumalen in dem Zusammenhang, aber dann das nationalsozialistische Vollmachtenregime dann natürlich tiefrot. Und jetzt eben auch in unserem Zusammenhang das provisorische Grundgesetz sozusagen auch nochmals rot, einfach mal um etwas platziert zu haben, um die Situation zu beruhigen. Immerhin kann man dem zugute halten, man versprach dabei, das Grüne komme dann, also die echte Verfassung, und wie vorhin gezeigt, kam die dann nicht. Also wenn wir jetzt warten, was kommt da Grünes, dann ist das das Versprechen zwar der Verfassung, nur die, das freiheitlich wirklich stattgefundene, das kommt nicht. Im Gegenteil, man hat die Einheit und nicht zufälligerweise die Einheit missbraucht dafür, gebraucht dafür, um diesen grünen Strich, den man eigentlich erwartet hätte, dieses freiheitliche Regime definitiv zu verabschieden. Man kann sagen, dort wurde das Verfassungsprinzip in diesem freiheitlichen Sinn vergessen oder eben, wie ich im Titel geschrieben habe, quasi verabschiedet. Das hat System in der Verfassungsgeschichte im Zeitraffer noch ein bisschen weiter ausgeholt. Das müssen jetzt nicht alle lesen können. Ich weiß nicht, ich kann auch ein bisschen zeigen. Ich gehe einfach rein zeitlich noch etwas weiter zurück und versuche so den Gesamtzusammenhang zu zeigen, auch wieder von Macht und Freiheit in der jetzt vor allem europäischen Geschichte. Wir haben da links, man sagt manchmal, in den Bauernkriegen, dort gab es eine 12 Artikel von Memmingen, eine Bewegung, von der manchmal in der Verfassungsgeschichte die Rede ist, das seien so erste Volksverfassungsideen. Magna Carta, noch weiter zurück, ist wahrscheinlich weniger eine Volksverfassung, obwohl auch freiheitlich konnotiert, sondern das war mehr der König mit dem Adel. Aber hier, das könnte so eine Grassroot-Verfassung sein, wurde aber natürlich blutig niedergeschlagen. Dann haben wir Ideologien, Aufklärung, Lex Rex, also die Idee, der König muss auch dem Recht unterstehen. Zu oberst ist nicht der König, sondern zu oberst ist das Recht. Das war auch so ein bisschen ein verfassungsmäßiges Prinzip. Dann, kann ich noch zeigen, dann aber, quasi als historische Marke kann man da den Westfälischen Frieden einsetzen, wo zumindest mal, das ist noch interessant, Westfälische Friede, der zumindest mal die nationale Ordnung einigermaßen stabilisiert. Und das gibt vielleicht Anlass, dass sich ja, vielleicht solche freiheitlichen Bewegungen entwickeln können. Da ist natürlich sehr prominent hier von Hobbes der Leviathan. Ich habe ihn rot gezeichnet, man könnte ihn vielleicht auch grün verstehen. Das berühmte Buch, natürlich, es ist eine Legitimation der Monarchie, aber gleichzeitig verbindet er sie doch mit dem Volk. Wir wissen, daraus wird natürlich mit der Zeit blanker Etatismus gemacht, aber jedenfalls, das findet dort statt. Das Gegenteil davon politisch dann mit der Terrorrepublik Cromwells. Aber man kann sagen, hier gibt es eine grüne Welle sozusagen. Man spricht dann auch vom Konstitutionalismus. Wenn man da links beginnt,
Das ist so ein dieses Spiel zwischen Macht und Freiheit mit diesen Stichwörtern, die wir jetzt kennen. Und man kann sagen, in dieser Zeit hier, man spricht dann auch von Konstitutionalismus, da hat das Grüne in dem Sinn einen gewissen Vorteil. Da beispielsweise in Deutschland entwickelt sich wahrscheinlich ein Top-Niveau von Kultur, von Wissenschaft, die Weimarer Klassik, eine Vielzahl von souveränen Fürsten, freien Städten in gewissen Zeiten, das haben wir im Referat gestern gehört, noch viel mehrere, hunderte, tausende von Einheiten mit entsprechendem Wettbewerb. Man kann sagen, dort in dieser Zeit könnte es ausgesehen danach, wenn man in die menschliche Geschichte schaut, aha, da ist eine Entwicklung, die könnte uns hoffnungsfroh stimmen. Was habe ich dann noch alles? Rot dann wieder. Das sind dann die Revolutionsjahre da, 1700, also die großen Bücher, Montesquieu, dann Rousseau, dann die Menschenrechtserklärung im Rahmen der Französischen Revolution, aber dann sofort wieder der Staatsterror dort. Der Wiener Kongress dann wieder, der wieder mal stabilisiert, danach eine gewisse freiheitliche Welle, die dann aber, wir haben das bereits gesehen, da von der Bismarckschen Verfassung dann wieder von oben fixiert worden. Und man kann sagen, wenn man jetzt das gesamthaft anschaut, das ist jetzt die Zeit der Nationalstaaten, die wir, glaube ich, schon eindeutig als das Problem lokalisiert haben, und dann wird es wieder rot. Nicht zufällig, wenn man übrigens diese Karte oder diese Grafik anschaut, bei den Nationalstaaten ein doch nicht zufälliges Begleitphänomen sind da diese Kriege. Es wurden noch nie so viel und so kompakt Kriege geführt wie damals, als dieser Nationalstaat auftrat. Das war seine Gala-Vorstellung bei seinem ersten Auftritt. Er inszenierte mal in Europa einige Kriege und dann auch gleich noch zwei weltweite Kriege. Das war so der Einstand. Auch wenn man da noch etwas zurückschaut, das waren die napoleonischen Kriege. Die haben dann nachher ein gewisses freiheitliches Regime kurz mal eingeläutet. Hier ganz links haben wir den 30-jährigen Krieg, stabilisiert durch den Westfälischen Frieden, der etwas verzögert vielleicht dann zu diesem Konstitutionalismus geführt hat. Also ich glaube, da sieht man so gewisse interessante Zusammenhänge. Da übrigens noch habe ich jetzt mehr der Vollständigkeit halber, und das geht dann dem Ende entgegen, den Schweizerischen Bundesstaat erwähnt, einfach um zu sagen, das genau gleiche Problem gab es auch bei uns, 1848, da gab es sogar einen kleinen Krieg, natürlich auch da einen Krieg in der Schweiz, wo dann die reformierten Kantone, die aufmüpfigen katholischen Kantone, in diesen Bundesstaat gezwungen haben mit einer Mehrheitsbeschlussfassung, obwohl völkerrechtlich anerkanntermaßen Einstimmigkeit nötig gewesen wäre. Also die Geburtsstunde der Schweiz ist ein Staatscoup von oben, eine völkerrechtswidrige Unterwerfung. Das ist die Basis der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich habe übrigens in einer kleinen Polizsatire Staatsoper Schweiz, wenige Stars, viele Statisten, ein Büchlein geschrieben, da hat es noch zwei, drei Exemplare da draußen. Also das ist, und jetzt natürlich, wenn wir das noch weiterführen, was wir bereits wissen, ich glaube, was wir jetzt haben, es sieht tiefrot aus, da sind alle diese Wörter top-down vollendet, in Anführungsstrichen, oder wenn schon vollendet, vereinigtes Machtmonopol. Das ist die heutige Situation, wo dieser Pfeil dann hinführt, ob jetzt auch das Ende ist, ob die eigentliche Verfassung definitiv verabschiedet ist, das wird sich zeigen. Wir können uns noch fragen, und das ist dann wirklich das allerletzte, Carlos, die offizielle Leseart, die kennen wir jetzt. Das ist dieser Artikel 146, und da habe ich mir gefragt, wie müsste man den eigentlich richtig lesen?
Statt dem da würde es dann heißen, dieses Grundgesetz. Das nach Vollendung der Freiheit, der Einheit und damit der Unfreiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk, dass das gesamte deutsche Volk zu Untertanen macht, verliert seine Macht an dem Tag, das habe ich noch groß geschrieben, an dem Tag, an dem die Leute aufhören, daran zu glauben, dass das Grundgesetz so etwas wie eine legitime Verfassung sei. Danke sehr.